Russland hat die Botschafterinnen der USA, Großbritanniens und Kanadas ins Außenministerium einbestellt. Hintergrund sind die Solidaritätsbekundungen der Diplomatinnen mit dem zu lange Haft verurteilten Kreml-Kritiker Wladimir Kara-Murza. Den Botschafterinnen werde grobe Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands vorgeworfen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Behörde meldete. Die Diplomatinnen hatten am Montag vor dem Gerichtsgebäude die Freilassung Kara-Murzas gefordert. Der Kreml-Gegner wurde zu einer beispiellosen Strafe von 25 Jahren Lagerhaft verurteilt, wegen angeblichen Hochverrats und Diskreditierung der russischen Armee. Menschenrechtler kritisierten das Urteil gegen den 41-Jährigen als politisch motiviert. Не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в них.